Alter, was geht ab, Leute? Hunger. Ich wollte gerade ein Video starten und dann kam diese Nachricht hier. Throwback, neues Outfit. Details anschauen. So, irgendwas mit Feuerrot und Blattgrün. Time for a throwback. Celebrate Pokémon Day. Was für ein Pokémon Day, Alter. 26. Februar. Festive Pikachu wearing Party Hats. Alter, heute, 26. bis zum 28. gibt's Partyhut Pikachu wieder mal. Und vielleicht eine kleine Überraschung. Also letztes Jahr Pokémon Day war, das war doch nicht im Februar. Keine Ahnung, aber egal. So, wo ist das Outfit? Style. Der hier oder was? Ist ja nicht mal umsonst. Da Blattgrün, ja. Ansonsten. Tops wahrscheinlich. Hier. Leaf Green Top. Und wo ist Feuerrot? So, was gibt's noch für Blattgrün Zeugs? Das hier oder was? Feuerrot Rock. Ne, auch Leaf Green. Wieso habe ich nur Leaf Green? Außer der Typ ist dann Feuerrot und das Vibe ist Blattgrün. Naja, egal. Auf jeden Fall haben die aufgehört, Kleidung umsonst zu verschenken. Weil ihr wisst, dieser Carpenter-Hut und dieser Explorer-Hat und all dieses ganze Zeug war umsonst. Und jetzt dieses Team Rocket-Zeugs und jetzt das hier. Blattgrün, Feuerrot, Pokémon Go Day Special. Oder Pokémon Day Special, nicht Pokémon Go Day. Alles kostet Geld, also Niantic ist wieder auf Geldmacherei aus. Fangen hier noch ein paar Pokémon, dann machen wir weiter mit dem ursprünglichen Thema des Videos. Wird langsam Zeit, bevor das zu lange her ist, und zwar Mondneujahr. War ja vor einer Woche, nicht paar Wochen, so lange ist auch nicht her. Und ihr wisst, zu jedem Event pushen wir 100er vom Event auf Max. Letztens Libiscos für das Valentinstags-Event. Und jetzt machen wir, wie heißt der Typ? Pfiffchen, weil es so das Aushängeschild von dem ganzen Event war. War auf den ganzen Neuigkeiten, Plakaten und so. Und von dem haben wir auch einen Shiny gefangen, den entwickeln wir auch noch in dem Video. So, da haben wir den 100er und den Shiny. Oh mein Gott, der 100er ist so low. Machen wir das wirklich? Planänderung. Ich fange noch einen höheren. Wir entwickeln erstmal das Shiny. Okay. Und dann pushen wir einen Snubbull. Weil da habe ich einen Level 31er oder so gefangen. Dann passt es, glaube ich. Zwei Hunde. So. Das war hier Shiny Magnayen, heißt er so. Okay. Schreibt unten in die Kommentare, ob ihr den Shiny Pfiffchen gefangen habt. Und wie gesagt, den pusht man nicht. Dafür ein Snubbull. Wenn ich wüsste, wie Snubbull auf Englisch heißt. Oh, okay. Auch Snubbull, perfekt. Da. Zum Glück muss ich da nicht viel pushen. Ich weiß jetzt nicht, ob ich den auch noch direkt entwickeln soll. Aber ich glaube, erstmal pushen reicht schon. Hund-Event war ganz okay. Das Merkwürdige war, Hunduster, der sogar Hund im Namen hat, war keins von den Hunde-Pokémon. Ansonsten dreifach Staub, gefällt mir. Und dadurch, dass diese Pokémon-Typen-Events kommen, das gefällt mir auch sehr gut, weil dann gibt es die Chance auf 100er, die ich noch nicht habe, wie zum Beispiel Libiscus. Von den Hunden hatte ich halt jeden schon auf 100. Snubbull, Pfiffchen, Fritzeblitz und noch irgendeinen gab es. Das gibt mir Hoffnung auf ein Kampf-Event irgendwann mal, damit ich Nocturne und Capoeira bekomme. Kickly, Spoiler, habe ich letztens sogar gefangen. Video dazu kommt, wahrscheinlich morgen. So, kurze Unterbrechung, ist irgendwie hängen geblieben beim Pushen. Aber hier seht ihr es, die Partyhut-Pikachus sind da. Haben wir zum Glück schon auf 100. Und ich habe mir damals voll die Action gegeben, dass ich gerade noch so einen 100er bekomme. Und jetzt kommen die halt wieder. Der ist bereits stärker als Nibiscus. Viel stärker. Und auch Botogel und was für einen Schmarrn wir sonst noch gepusht haben. So, ich will jetzt nicht zu viel Staub ausgeben, deswegen nicht das Pfiffchen. Weil ich bin kurz vor der 8 Millionen. Wobei, morgen muss ich auch noch das Kickly pushen. Das wird echt nie was mit der 8 Millionen. So lange jage ich schon die 8 Millionen. So. Der war 31, glaube ich. Also zum Glück muss man dann echt nicht mehr viel pushen. Ab 35 immer noch ein bisschen saftiger. So.
fehlt. Nicht mehr viel. Genau, 2x15 noch, das ist die letzte Stufe. Und das war's. Level 40, Snubbel. Ah, egal, entwickeln wir den auch noch. 100er, Level 40, Gumball. Muss dann noch schnell die Attacken noch abchecken. Game Press, Gumball. So. Und er hat Biss und Play Rough. Bester Move ist Stand-Poke-Knuddler. Okay, dann brauchen wir einen Fast-TM hier. Granbull. Biss weg und genau. Stand-Poke. Schauen wir ihn uns nochmal ganz kurz an. Level 40, 100%. Ah, ich habe es euch noch gar nicht gezeigt. So. HP, Attack, Defense 15. Und bestes Moveset. Auf jeden Fall, das war's von mir. Schreibt unten in die Kommentare, ob ihr ein Shiny Pfiffchen gefangen habt und wie ihr das Event an sich fandet. Jetzt Valentinstag und Neujahr. Das war ja eigentlich dasselbe, nur mit verschiedenen Pokémon. Dreifach Staub für Fangen von bestimmten Pokémon und erhöhte Spawns von denen. Seid ihr ein Fan, so wie ich? Oder taugt euch das eher nicht und ihr wollt normal Doppelstaub einfach für alles? All das unten in die Kommentare. Ansonsten wie mal liken, subscriben, kommentieren. Checkt die anderen Videos ab. Folgt mir auf Instagram, Facebook und Twitter. Checkt den Shop ab. Vergesst nicht, Pokémon Serious Business.